Der Apollon packt mit einer Seil an, um seinen Freund mit rausziehen zu können, wenn es Kann hart ich auf hart das? kommt. Ja, gut. Okay, dann geht's los. Also, Schaffst du das? du hast keinen Chippy, sonst könntest du auch die Fesselprobe von Ragnar neu chippen, aber. Ja, ich hab halt keinen. Richtig, Ja, genau. wir ziehen. Ragnar auch kein Chippy, alles klar, weiter Komm, geht's. aber Hier wir ist. sind fast fertig. Hast du mich an, den du mir geben möchtest? Das wäre ja. Ja, Chippy, ja. Zieh einfach am Aber Seil, wenn du Chippy sind doch da Hausmittel, dass man die nicht tauschen kann. Chippy ist doch für einen selber. Richtig. Also für Jarlan durfte ein Chippy benutzen, aber Abelmir darf das leider nicht. Gut, ist egal, ich pack das schon. Wenn ich dreimal würfeln muss, rein ins Wasser. Sonst den Trinkdolch halt der falsche. Also zieh einfach am Seil, wenn du hochgezogen werden willst. Er trinkt doch der falsche. Gut, rein da. Das sieht sogar leider nicht so gut aus. Ja, dann schluckst du viel Wasser, tauchst nach unten, es ist alles dunkel, du hast überhaupt keine Orientierung. Schwimmt um dich herum, du wirst jetzt gerade durch die Strömung unter das Wasserrad geklemmt, gedrückt und schluckst Wasser. Zwei W6 Ausdauerpunkte. Wie viel? 2 W6, beziehungsweise nicht Punkte, sondern Schaden. 5. Ich notiere mir das erstmal irgendwo mit, damit ich es dann gleich eintragen kann. Ja. Ich glaube, er ist auf dem richtigen Weg, er ist mal unter dem Rad. Ja, das Wasserrad hat auf jeden Fall gestoppt. Es ist Okay, weg, warte. sehr gut. Ich versuche mich erstmal da herauszuwühlen und zu sehen, wo ich überhaupt bin. Schwimmprobe, Also. plus 6. Ja. Strömung fast weiter, greift in das Rad, greift in dich. Ach, Hast was ist wieder denn heute komplett die los? Orientierung verloren, 2 W6. Wir bekommen wieder einen neuen Ritter. Nicht gut. Ja, ihr Da bekommt einen sind neuen doch Ritter. Sind doch mit Also, ich Schiff würde ihn jetzt gereist. retten, aber er hat mich nicht gerettet, also. Du kannst ja am Seil ziehen. Ich Ist das normal, dass da unten bleibt? Noch komme ich zurecht. Hoffe Ist ich das mal. normal, dass da unten bleibt? Ich versuche mich da erstmal Naja, bis rauszufahren. jetzt waren das ja gerade mal ein paar Sekunden. Man muss der Arroganz ja Genüge tun. Aber mir keine Sorge, Zwei noch hat er nicht am sechs. Seil gezogen. Ach, könnte ich doch bloß schwimmen. Ja, er hat noch nicht am Seil gezogen, das stimmt. Wenn was wäre, würde er am Seil ziehen. Gut, Also einmal, wir haben einmal ja versuche ich gesagt, noch mich dreimal da am Seil rauszuziehen, ziehen, dann oder? werde ich ja diesen Seil ziehen. Wir haben gesagt dreimal, oder? Du Seil ziehen. Er kann ja nicht wissen, dass das so kacke ist. Ja. Es ist auch immer die falschen, wo die 18 kommt. Ja, es wird am Seil gezogen und Ragnar zieht das Seil so schnell es geht nach oben. Ja, und du hast es in der Hand, oder? Ja. Wenn ich an dem Seil gezogen habe, werde ich es doch wohl auch in der Hand haben. Sie haben das unter den Es Bauch gebunden. ist ja nicht so, als hätte er von selbst dran gezogen, sondern ich habe dran gezogen und dann hat er dran gezogen und dann werde ich ja wohl die Hände dran haben. Ja gut, aber du ziehst ja einmal am Seil, du hältst dich ja nicht unbedingt zwangsweise daran fest, du gehst ja davon aus, dass das Seil schon an dir verbunden ist. Ich denke, du wirst eher die Hände und Füße benutzen, um dich sozusagen an der Wand entlang zu schrappen, wenn du jetzt vom Richtig. Seil rausgezogen wirst. Richtig, also du wirst gerade unter Wasser geklemmt. Die Schwimmproben, das sind ja schon eine ganze Menge gewesen. Zeugt ja auch davon, dass es eben nicht erst seit 3 Sekunden ist, sondern eben seit, ja, vielleicht sowas wie einer Minute, die du jetzt unten bist, hast komplett die Orientierung verloren. Halbblind, immer wieder durch den Wasserdruck weggespült, eiskalt hat das sich ergriffen. Jetzt weißt du, wie es sich wohl auch für Ragnar angefühlt hat vor ein paar Tagen. Tastest es dich am großen Wasserrad entlang. Irgendwas scheint dort zu sein, irgendwas Großes, Dunkles klebt dort. Tauchst noch, naja, von Tauchen kann man nicht wirklich sprechen, wirst weiter herangetrieben und spürst irgendwas Fleischiges, was dann gegen dich drückt. Ruckt vom Rad plötzlich los und dann verhakst du dich selber hinter dem Rad. Es gibt noch einmal ein Knarren, das Fleischige wird weggedrückt und dann hängst du da drin. Ich hatte kurz gedacht, er hat's gelöst. Deine Das Luft ist wird nicht gut. weniger, weniger. Du greifst noch einmal nach dem Ding, was sich gerade gelöst hat und durch den Druck weiter weggetragen wird, zwischen den Speichen und kannst eine Hand ertasten. Ding war dran. Die Hand schließt sich um dich. Oh. Fest. Haben wir Zieht denn eine sich an Wasserleiche dich heran. gefunden? Du starrst in bleiche, aufgeschwemmte, ehemals menschenähnliche Augen. Ein Wesen glotzt dich hasserfüllt an. Die zweite Hand kommt an dich heran und schließt sich um deine Kehle. Oh, Effort, hilf, ich möchte raus. Körperbeherrschungsprobe plus 6. Kannst erkennen, wie wohl ein metallener Gegenstand in die Stirn getrieben worden ist? Die letzte Luft aus deinem Hals. Panik überkommt dich. Schaden Du verschluckst dich, hustest, schluckst Wasser,
Und dann gibt es einmal nach, das Wasserrad drückt dich weg, verlierst wieder komplett die Orientierung, tauchst kurz an der Wasseroberfläche auf. Es gibt dann einmal kurz den Kopf von Jalan, der nach vorne taucht, und einen zweiten Kopf, der sich immer noch um ihn geschlossen hat. Hilfe! Hilfe! Mistpi! Müsstest du nicht irgendwie bei Minus Ausdauer sein? Warte kurz, auf Summieren. Laut meiner Rechnung bist du, glaube ich, bei 39 Ausdauerverlust. Ich bin auch bei 39. Und nochmal 2 von dem Untoten. 41 Ausdauerverlust. Und jetzt bin ich bewusstlos. Nee, nicht 41 plus 41, das war nichts. Warte. Ja. Ich probiere noch zu greifen. Komme ich überhaupt denn ran, an den wir hier greifen wollte? Ja, machen wir eine Raufprobe. Kannst auch mit dem Stab, sonst bin gnädig. Ja, rauf, ne? Nein. Ich möchte auf meinen Stab entgegenhalten. Schippi, ja. Und probier's nochmal mit. Diesmal einen Stab vielleicht besser. Säbel ist noch bestimmt. Du kannst aber den Schippi nicht einsetzen, um jetzt sozusagen. Ja, sagen, doch, erlaube ich. Ich hatte das ein bisschen spät angekündigt. Ist okay. Dann nehme ich nochmal Haufen. Hey. Yay. Oh. Ich hab ihn. Gut, dann hast du ihn zumindest erstmal. Immer steht daneben, hat den Säbel. Zieh mich zurück! Merkst wohl, dass Jalan, obwohl er im Wasser ist, unglaublich schwer ist, eine weitere Person, die an ihm hängt und die ihn wirkt. Nochmal 2 Punkte Ausdauerverlust und auch natürlich 2 Punkte Schaden, also echten Schaden, weil... Immer hackt auf diesen neuen Typen ein, der irgendwie da unseren Ritter versucht, jetzt hier zu erwürgen. Moment, ich habe jetzt 4 Punkte Schaden, ja? Genau. Immer schlägt auf diese Seiche da ein mit seinem Säbel, wenn dessen Abel immer versucht rauszuziehen, damit unser Ritter leichter wird. Das verklemmte Mühlrad ist zumindest wieder frei und dreht sich. Ein Erfolg für die Helden. Ja, ich versuche auch die Wasserleiche anzugreifen. Ja, ich denke, das wird kein Problem sein. Ihr könnt dann, während Abel mir Jalan festhält und ihn über der Wasseroberfläche hält, können dann die anderen zuschlagen. Da müssen wir jetzt keinen Schaden würfeln, weil die kümmern sich tatsächlich nur um Jalan, hat auch keinen eigenen Überlebenswillen mehr, keinen Trieb mehr, um sich zu verteidigen. Und wirkt noch einmal Jalan. Es gibt noch ein weiteres Mal Würgeschaden, 3 Stück. Und ist der Kopf abgetrennt, zerspalten, und die Kreatur löst sich wieder und treibt dann den Fluss, die Strömung bergab ins Tal. Genau, ohnmächtig ist er trotzdem, Ausdauer ist unter 0, aber naja, echten Schaden gibt's trotzdem. Zieht mich zurück. Ja, warte, ich helf dir. Dann gucke ich ihn an, dann merke ich, dass das der Magier ist, und dann helfe ich ihm doch nicht. Ich helfe ihm aber doch. Und check sofort natürlich Jalan, wie es ihm geht. Ja, das Wasser ist kalt, und dementsprechend sind das dann auch nach den Kältewunden, Okay, warte, ich bekomme also meinen halben Ausdauerschaden als echten Schaden, richtig? Ja, richtig. Ich denke, du musst den Schaden von dem, diese 2, 2, 3... Ja, die habe ich separat notiert, denn die kommen dann nicht drauf. Die richtig, genau. Das ist nämlich kein Kälteschaden. Dann lassen wir das mal kurz durchrechnen. Hatte ich 41 Ausdauerschaden. Das teilen wir durch die 2, das sind wir bei 20,5. Das sind in der Tat... Warte, kriege ich auch Ausdauerschaden, wenn ich schon bewusstlos bin? Nee, oder? Du kriegst auch. Ja, aber du trägst ja trotzdem weiter. Also, du trägst ja weiter. Richtig, klar. Dann sind wir bei 20,5, das sind 21. Damit habe ich 2 Wunden, tatsächlich. Ja, dann kannst auch du dir aussuchen, du hast sicherlich deine Kälterüstung abgelegt. Wo möchtest du bleiben? Nur die Zone stehen? Zufällig aus. Nur die Zone zufällig aus. Ja, du darfst den Temperaturwürfel. Wenn ich ihn sofort heile, kann ich das verhindern? Nein. Es beginnt abzusterben, also das heißt nicht, dass sofort... Es ist schon tot. 2 Wunden bedeutet, das ist schon an der Stelle, da stirbt was. Dann haben sich deine... Kann ich durch sofortige Anwendung eines Haltrang-Klasse E dieses vermeiden? Also laut Kältewunde steht dabei, da muss extrem mächtige Magie oder göttliche Wunder herhalten. Ob das ein Heiltrank ist, fraglich, aber das muss Frosty entscheiden. Wohl ja nicht, nee, lass ich nicht zu. Dann verabschieden sich jetzt deine die Brustwarzen. Brustwarzen, genau, das macht nur Sinn, dass sich die Brustwarzen jetzt verabschieden. Sterben ab, werden schwarz. Ich habe so viel. Ich nehme hier so viele seltsame Namen. Herzlich willkommen in Frostys Runde. Dein Nippels. Boah, alles schwer wird. Du machst in Rostys Runde. Aber jetzt ich kriege jetzt 2 Punkte Erschwerung auf jegliche Betörungsproben.
Das habt ihr gut gemacht. Ihr seid wahre Helden. Ich verkaufe euch die Schneeschuhe. Einen Moment, ich komme gleich wieder. Danke, Freundespreis, oder? Ihr habt mir 2 Tage Arbeit erspart. Freundespreis, oder? Freundespreis. Na gut. Aber nur für den da, er deutet auf Jalan. Immerhin. Danke! Jalan, du brauchst übrigens 2 Paar Schuhe. Müssen die so aussehen? Und Ömer, also Abdullah, zeigt mal auf die Nippel. Nicht anfassen! Das sieht ungesund aus. Die sehen irgendwie so ein wenig aus wie mein großer Zeh. Sollen wir es abschneiden? Gib endlich meine Decke herbei! Ach ja, hier. Gleich wie seine Kleidung? Decke? Ich wickel mich da irgendwie, ich habe auch einen Schlafsack gehabt, der liegt vermutlich nicht, aber ich wickel mich da irgendwie so gut rein, wie es geht. Ich werde mich nur ganz kurz ausruhen. Ich werde wirklich sowas wie ein Gitter installieren müssen. Eindeutig zu viele Leichen, die eingeschleppt werden. Das passiert öfters? Ja. Das letzte Mal vor kurzem. Und das hielt ihr nicht für nötig zu sagen? Warum? Ich glaube, 10 Jahre ist in euren Menschenjahren ein bisschen wenig, oder? 4? Keine Ahnung. Ach, es gab schon vor 10 Jahren. Okay, ich verstehe. Ja, da waren 7 andere Leute hier. Aber das ist eine andere Geschichte. Die 7 gezeichnet. Und damit beende ich die Runde.